Und dann würde ich mal sagen, willkommen zurück, YouTube. Wir haben in der Zwischenzeit die Items alle ausgetauscht. Wir haben tatsächlich ein Schild gefunden mit einem zusätzlichen Summon-Slot. Das heißt, wir haben jetzt die ganze Reihe voll mit Summons. Das wird gleich richtig geil. Also wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 5 Summon-Skills. Und es tauchen, glaube ich, jedes Mal 2 oder 3 auf oder so. Jedes Mal 2, oder? Ne, hier sind sogar 3, ne? Genau. Also 2, 4, 6. Nochmal plus 6. Wir haben jetzt 12 Minions. Yay. Geht scharf. As per your request, I have executed thorough analytical sermons, focusing on the Alpha Subject's mental stability. Give me a brief update. The Alpha Subject seems to bear the traces of deep mental conditioning, most probably conducted during her early sessions with Uther Tiberius. Does that affect her abilities? Probably not. Her will is adamant, but it might result in erratic behavior, which is quite a risk with her capabilities. Untersuchung abgeschlossen. Uthas Geheimnis. Ich habe die Alpha Pariah, die bei verschiedenen Gruppen von Ketzern, Chaosabscheulichkeiten und Xenos große Aufmerksamkeit zu erregen scheint, gefunden und gerettet. Nach ihren untrainierten und immer noch sehr rohen Fähigkeiten zu urteilen, ist dieses Interesse sehr berechtigt. Eine alte Prophezeiung der längst ausgestorbenen Fabricatus-Rasse. Fabricatus-Rasse, aha. Haben die Sachen hergestellt oder wie? Spielt auf ihre besondere Rolle bei einer sich entfaltenden Tragödie auf galaktischer Ebene an und benennt ein einzigartiges Artefakt als Werkzeug, um ihre Fähigkeiten richtig zu kontrollieren. Na dann. Wo ist sie denn überhaupt hin? Die lag doch hier. Stand doch hier. Die stand doch hier rum. Ist die jetzt in der Krankenstation oder sowas? Gibt's hier eine... Was ist das denn? Was ist das? Was? Ein Begleiter? Emotes? Cosmetics? Belobigungen? Was ist das hier? Was habe ich hier entdeckt? Willkommen beim Belobigungen-Display, wo du die Belobigungen ausstellen kannst, die du während des Season-Spiels verdient hast. Du wirst neue Gegenstände erhalten, nachdem du eine Stufe der Saison abgeschlossen hast. Hinweis, du musst einen neuen Saisoncharakter starten, um Belobigungen zu erhalten. Okay, ich habe glaube ich noch keine. Nee. Aber kosmetisches? LOL! Das sieht aus wie Isaac bei Dead Space. Oh. Ja, oder? Oder den? Entweder Isaac oder den Schädel. Fußabdrücke. Leck mir mal Arsch. Du kannst die Fußabdrücke verändern. Arktischer Pfad. Siegel der Inquisition. Korrosiv. Korrosiv passt eigentlich, oder? Ja. Was ist das? Kommandobrücke-Dekorationen. Voltaische Feuerschale. Okay. Avatar-Frames. Habe ich noch keine? Rosetten. Also, ich weiß nicht, warum die das Rosette nennen, ja? Eine Rosette habe ich am Arsch. Warum nennen die das eine Rosette? Aber egal. Das ist ein Banner. Das ist ein Banner, Leute. Keine Rosette. Eieieiei. Ja, ich nehme die da. Sieht cool aus. Oder die da? Ne, die hier. Emotes. Also, das interessiert mich nicht, weil ich ja sowieso nie wirklich online spiele. Hat es mein Helm nicht gespeichert? Achso, ich musste drauf drücken. Kannst du nicht aktivieren? Warum kann ich das?
Hä? Kein Helm kann ich aktivieren, aber die anderen kann ich nicht aktivieren. Warum nicht? Ah, oh, da steht das. Du musst den vordringlicher Auftrag DLC erledigen. Ach so, ich muss die DLCs erst erledigen. Ach. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Gut. Emotes, wie gesagt, unwichtig. Begleiter finde ich gerade interessant. Obwohl sie nicht wirklich in der Lage sind, einen sinnvollen Kampf zu führen, kann die groteske Dualität des Erscheinungsbilds dieser Kreaturen ein wertvolles psychologisches Werkzeug für die Befragung sein. Ein zorniger Cherub ist auch programmiert, um bei Schlachtfeldoperationen zu helfen. Erbe, Gründerbonus. Trauernder Cherub. Saisonales Geschenk. Der Cherub ist ein biologisch geschaffener fliegender Homunculus, der geschaffen wurde, um die Inquisitoren zu unterstützen. Er wurde vom Adeptus Mechanicus absichtlich nach dem Vorbild der Engel alter terranischer Mythen geschaffen und repräsentiert in den Augen des Imperators Reinheit. Der perfekte Begleiter für jene, die die heilige Arbeit des Imperators im Caligari-Sektor verrichten. Seherschädel. Gründerbonus. Seherschädel sind spezialisierte Vertraute, die im Allgemeinen von Inquisitoren verwendet werden, um ihre Fähigkeiten beim Lesen ihrer Tarotkarten zu verbessern. Ich kann den nicht aktivieren, weil ich keinen Gründerbonus habe. Für Gründerbonus musste man wahrscheinlich vor dem Release schon kaufen, oder... Keine Ahnung. Servo-Kommissarschädel. Der sieht ja cool aus. Manchmal müssen imperiale Truppen vernünftig motiviert und an ihre Pflichten erinnert werden. Ein Inquisitor ist mehr als fähig, diese Rolle zu übernehmen, kann aber auch nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Es sei denn, er besitzt einen Servo-Kommissarschädel mit vorprogrammierten Litaneien und Tadeln. Ich stell mir gerade vor, wie bei... Wie hieß der Film? War das Full Metal Jacket? Full Metal Jacket, der Sergeant, wie er seine Rekruten zur Sau macht. Ihr miesen kleinen Maden! Fackelschädel? Cherub. Ja, du... Saisonales Geschenk? Wahrscheinlich letzte Season, da habe ich nicht gespielt, deshalb habe ich den nicht. Reuemütiger Cherub. Wahrscheinlich auch letzte Season. Herold Cherub. Der sieht auch interessant aus. Den hat man einfach so, ja? Monotask. Zornig. Du, nee, ich würde sagen hier, oder? So machen wir das, oder? Kann man mehrere aktivieren? Nee, ne? Nee, nur einen. So, und jetzt müsste der um mich drum herum. Ja, da ist er. Da fliegt er. Das ist ja putzig. Warum habe ich das noch nicht früher entdeckt? Ich muss mich hier mal umgucken. Ist hier noch irgendwas? Lobigung. Ja. Muss man sich mal in der eigenen Basis umgucken, wa? Sind das Daily Quests oder was ist das hier überhaupt? Hier steht, ich kann es noch dreimal anfragen. Ordo-Sendschreiben wird angefragt. Ist das so... Du hast maximal drei Auftragsanfragen. Ach ja, heißt jeden Tag wieder eine neue. Hat sich selbst erklärt. Man muss bloß lesen können. Es ist tatsächlich eine Daily Quest. Ich denke, das mache ich erst, wenn ich mit der Story durch bin. Bis dahin haben wir genug Quests. Was ist das hier? Rekrutierung. Ah. Mit Leuten zusammen. Nee, ich spiele die Story alleine durch. Ich habe meine eigene Geschwindigkeit. Ich möchte nicht irgendwie von Leuten durchgezerrt werden und dann komme ich nicht hinterher und habe keinen Spaß damit. Nee, nee. Wir lassen uns Zeit, Leute. Diesen Psalm könnten wir noch irgendwo reinsetzen. Hochrangige Schadensreduktion für 2 Sekunden bei Kill.
Würde ich mal... Geht das hier rein? Weiß nicht, wie das geht. So? Geht das gar nicht hier rein? Ich dachte, das wäre eine Art Edelstein wie bei Diablo und das wäre das Slot. Aber was mache ich dann mit den Dingern? Wo packe ich die hin? Wo rüste ich die aus? Oder wo packe ich die hin? Das verstehe ich nicht. Zum Tech. Wo ist der Tech? Habe ich den überhaupt schon? Der hier? Der Schmied? Man kann forschen? Alter, man kann forschen. Was ist das denn? Leck mir am Arsch, du. Also so viel Zeug, was ich noch nicht entdeckt habe. Okay, danke dir. Ne, also es ist anscheinend noch nicht so, ist noch nicht so weit. Muss ich noch die Story weiterspielen. Mhm. Ja, gut. Dann machen wir mal weiter. Inquisitor, there is an astropathic message for you from an agent of the Ordo Xenos. The embedded emotional markings indicate that it is urgent. Inquisitor, I am Inquisitor Feodon Mercer of the Ordo Xenos, currently stationed on Heliodor 4, vigorously protecting the Inquisitorial archives, with special regard to the sensitive material stored in the vaults. I will cut to the chase. I urgently need your help. You are probably wondering why I have contacted you, and rightly so. The facility where I'm holed up is under the attack by the two of Fall Aldari. If I am not mistaken, you have already made their acquaintance. They are looking for classified Ordos material on... How shall I put it? On the unique presence you have on your ship. I hope I have your interest now. Help me out and I can promise you the answers you seek. I also have Amasek and cigars. The Emperor protects. Okay. Inquisitor. Ich bin Inquisitor Theodon Mercer. Hat er das gerade alles vorgelesen, oder? Ja, der hat das gerade alles vorgelesen. Ich muss es nicht mehr vorlesen. Ha! So viel dazu. Und, RVR Chao. Sorry, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Ich hoffe, das ist richtig. RVR Chao hat gerade noch geschrieben, ich soll mir das bei der Forschung richtig durchlesen. Manche davon sind wichtig und manche sind halt nice to have. Also muss man nicht unbedingt machen. Ich lese mir das dann nur noch mal in Ruhe durch. Also wahrscheinlich dann nach dem Stream oder vor dem nächsten Stream. Danke für die Tipps. How can this Inquisitor know about the Alpha Pariah? I have no idea. He left me no choice though. I must find this Mercer and talk to him. So. Wo? Auf der Map wahrscheinlich. Da. Er will 31. Ja klar, weil ich es ja um 5 erhöhe, ne? Absichtlich. Was meint ihr? Plus 5? Ging ganz okay? Soll ich plus 8 versuchen oder wird das zu viel? Ich meine, versuchen könnte man es. Ob man es schafft, eine andere Frage. Das ist schon krass. Also, der Schaden, den ich erleide, der geht von 150 auf 300% hoch. Ne? Wollen wir es mal versuchen? Zumindest mal eine Mission und dann können wir sagen, ja, so kann man oder nein, nie wieder. Wir gucken mal rein. Wir riskieren es.
Vor allem, weil wir jetzt ja auch ein extra Slot für Summons haben. Captain, this world is fighting off an Eldar invasion. The epicenter of this incursion is the Holy Archives of the Inquisition. Inquisitor Mercer, as the appointed guardian, must be there. Something is causing severe interference in the target zone. We are trying, but the Argos are not functioning. Distorting the communication is a logical step. The Eldari must be behind the interference. Oh, ich krieg auch endlich wieder ein bisschen Datenflux zurück, ne? Wahrscheinlich jetzt durch die Kills, durch den Skill. Sehr schön. Ja, durch die Kills. Beim Rumstehen passiert nichts. Ach, guckt euch das an. Jetzt habe ich wirklich 2, 4, 6, nochmal 6, 12 Minions. Herrlich. So macht das Spaß. Aber die kriegen ganz schön auf die Mütze. Ganz schön Schaden. Das war schon ein kleines Problemchen. Imperial Reconnaissance Forces located. Potentially useful assets, but their current situation is terminal. Immediate action required. Yay, ich habe Unterstützung. Hier ist irgendeine Truhe. Will die mir irgendwas erzählen? Also ich glaube, da sind Interferenzen. Ich höre sie gerade nicht. Nein, ein Season-Boss schon. Alter, ich glaube nicht, dass ich... Oh Gott. Könnte Probleme geben. Vielleicht doch zu schwer. Eventuell war es zu schwer. Oh Gott, da kommen noch mehr Gegner von unten. Nein. Shit, verdammt. Ich habe einen Fehler gemacht. Minimalen Fehler gemacht. Mal in Ruhe.
glaube, ich stelle sie wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ah, schon so brutal. Alter, gleich bin ich down. Ich komme die weg. Der wollte mich nicht weglaufen lassen. War wahrscheinlich zu viel. Kein Datenschutz. Ja, also plus 5 ging eigentlich noch. Habe ich ja jetzt schon 2-3 Missionen gemacht. Aber plus 8 war halt ein bisschen übertrieben anscheinend. Und diese Season-Bosse sind das Problem. Die Season-Bosse, die halten echt so viel aus. Und teilen auch so viel aus. Also dieser Grüne hier, der hier. Ja. Das dauert viel zu lange. Selbst wenn ich es schaffe, wird das so lange dauern, das macht keinen Sinn. Ich mache auf 5. Ich meine, 5 Level über dem eigenen ist schon eigentlich krass genug. Gerade für einen Anfänger wie mich. also. Wo war das? Plus 5. Das reicht. Captain, this world is fighting off an Eldar invasion. The epicenter of this incursion is the Holy Archives of the Inquisition. Inquisitor Mercer, as the appointed guardian, must be there. Something is causing severe interference in the target zone. We are trying, but the Argos are not functioning. Distorting the communication is a logical step. The Eldari must be behind the interference. Autsch. Scheiße. Na, sogar die... Oh, sogar die Followers und so sind alles verbuggt. Also es tut mir leid, dass es gerade nicht angezeigt wurde. RV Erdschar, willkommen bei den Dösköpfen. Danke fürs Followen. Macht mich froh. Ich weiß nicht warum, aber gerade ist alles verbuggt. Alle Anzeigen, alle... Ja, alle Sachen, die auf dem Screen auftauchen sollten, funktionieren gerade nicht. Passiert komischerweise nur bei diesem Spiel. Ich weiß nicht, was das soll. Ich muss da mal googeln, ob da vielleicht jemand auch so das Problem hat oder alles neu installieren, ich weiß es nicht. Das ist echt blöd.
Aber danke fürs Feuern. Dauert auch ganz schön lange, ha? Ah, es ist auch so ein kleiner Boss, ein lila Boss. Dann kommt ein lila Boss direkt mit einem grünen Boss gleichzeitig an. Schon frech. Aufladen lassen, bevor ich alles beschwöre. Ach shit. Imperial Reconnaissance Forces located. Potentially useful assets, but their current situation is terminal. Immediate action required. Ready to fight. Da wieder eine Übertragung, aber sie kommt leider nicht durch. Keine Ahnung, was die Dame mir sagen will. Oh, nice. Haufen Drops. Ach was, komm, hör auf. Ist ja geil. Aber auf plus 5 geht's, ne? 8 war zu krass. Das war zu krass. Scheiß Minen, ey. So viel Schaden. Ich müsste eigentlich sehen, aber ich sehe sie manchmal einfach nicht. Ich stelle mich schon ein bisschen blöd an, ich weiß.
Onwards! Don't linger, guardsmen! Ready to fight! Was bringt denn das, ganz ehrlich? Was ist denn los? That must be the source of the interference. For the Emperor, the Emperor! For the Emperor! You'll pay, scum! Now you'll pay, die, Mergens, die! Boom! Oh nein! How nice of you to join me. Ich weiß doch, dass sie explodieren. Sending intriguing emergency messages. Scheiße. Why did the Eldar attack an inquisitorial archive? The Eldari seem to be displaying great interest in certain documents. The Eldar brought an entire army just for some records? Well, you can't really blame them for a few theatrics. Feel free to blame them for anything else, though. Or are they trying to find some highly classified material? Look, you have my full cooperation. But how about helping me out first? I've never been one for grand heroics, but soon I'll be out of options. I have your location now. On my way. Wenigstens regeneriere ich jetzt Mana. Weiß ich auch nicht warum. Weil zu viele kaputt sind oder so? Keine Ahnung. 1 von 2, 1 von 2, 1 von 3, 2 von 3. Aber zurzeit regeneriere ich wieder. Das ist gut. Ready to fight! Ich lasse es einmal voll werden und dann beschwöre ich die Nummer 4. Die, Maggots, die! Tell me, how does an Ordo Xenos agent end up guarding the archives on a backwater world? I'm supervising the rituals of preservation for classified data. So, you have been reprimanded. Why? If I recall Lord Maldor's exact words, for being a reckless idiot who needs to learn the merits of patience. Alas, the rest is classified. Inquisitors cannot be ordered around like servitors. Trust me, if your only alternative is excommunication, you'll become quite cooperative. Phantom Lord. That's your
The Eldari are using their Webway Gate to move in their forces. My professional advice would be to blow it to cinders, but it's your call, obviously. Your advice is redundant. The logical solution is clearly the destruction of the gate here. My apologies, Inquisitor. Sarcasm is my curse and blessing. Webway Gate has been destroyed. How marvelous. No reinforcements for a while, then. Okay, dann gehe ich mal erstmal diese Gates zerstören. Take it like a man, guardsman. For the Emperor! So, was haben wir denn? Okay, da oben ist noch ein Tor. Kommt mal hier lang, wenn ich das alles zerschieße. For the Emperor! Move, move! Ja? Kann ich einen Weg durchschießen. Ready to fight. For the Emperor. Sind die einfach unsichtbar oder? Ne, die teleportieren sich rein, ne? Warp steht dort. Die teleportieren sich einfach rein. Wo ist das Scheißding? Activation sounds initial. So. Onwards! Don't linger, guardsmen! The mind's totality will be punished. Die, maggots, die! For the Emperor! This memory crystal might be of use later. Leider kein Datenflux, sonst würde ich das beschwören. Eigentlich ganz gut aus, den kriegen wir down, Komm schon. Onward. Down. Don't linger, guardsman. At your command. Speicherkristall. Übersetzungsprotokoll. Bericht von Tech Priester Omicron Arc. Pseudon, also das ist wieder so eine Halbübersetzung, ne? Wieder einmal wandeln wir unter den Sternen auf der Jagd nach der seltensten Beute. Eine Monkey mit Ehre und der Mörsermensch hält den Schlüssel zur Erlösung. Es gibt keine Kunst in diesem Krieg. Es war unser letzter Partner unter den Exarchen. Der Leiche und doch taumeln wir hier in diese graue und freudlose Leere und der Runenprophet sah den anderen kommen. Okay, Schlussfolgerung Alpha. Es gibt zwei Schlussfolgerungen.
Das Hauptziel ist in der Tat Inquisitor Mercer und das inquisitorische Archiv. In Anbetracht der schwindenden Ressourcen des Weltenschiffs Tuatal ergibt dieser Angriff aus strategischer oder taktischer Sicht keinen Sinn. Schlussfolgerung Beta. Das ist eine private und geheime Beobachtung. Die implizierte, fast freundschaftliche Beziehung zwischen gewissen Elder und Inquisitor Mercer ist äußerst ungewöhnlich. Weitere Kommentare zu diesem Thema schienen nicht praktikabel. Ja, die Elder sind ja die, die uns hassen, ne? Warum haben die eine gute Beziehung mit dem Inquisitor? Die hassen doch die Inquisitoren. Schlussfolgerung Gamma. Dritte Schlussfolgerung, okay? Meine Zeit sollte effizienter genutzt werden als mit dem Entschlüsseln von Eldari-Unsinn. Hey, du bist unser Übersetzer, also übersetzt gefälligst, ohne rumzumeckern. Ready to fight. Lustig, wie da einfach drunter steht. Ich habe keinen Bock mehr zu übersetzen. Oh, hier kommt wieder eine Season-Truhe. Ich weiß gar nicht, ob ich die öffnen kann. Nope, ich habe keinen Schlüssel. Aber was für Gegner geben den Schlüssel? Ich kill doch die ganze Zeit Season-Gegner, also diese grünen Bosse. Und die geben mir keine Schlüssel. Haben eine grüne Aura um sich. Also sind das grüne Bosse, aber dann noch mit einer grünen Aura? Oder welche Farbe haben diese Bosse? Oder sind das gar keine Bosse und einfach nur Gegner mit einer Aura? Aha, nur Gegner mit einer Aura. Aber eventuell gibt es die nicht in der Kampagne, sagt er. Das kann sein, ja. Also ich glaube, ich hatte einen Schlüssel. Und den habe ich, glaube ich, bekommen. Es könnte sein in einer Zusatzmission. Vielleicht gibt es die dort. Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, eine Truhe habe ich geöffnet. Ich weiß nicht warum oder wie. The entrance to the archives. Feel free to visit me in my humble abode, then. I will join you shortly, Inquisitor Mercer. By all means. I don't want to force your hand, but my soldiers were overrun and the Eldari are closing in on the data vaults. I'll try my best to slow down this deranged Farseer, but some help would be appreciated. Ready to fight! Oh, da sind noch Gegner. Wir können doch keine Gegner stehen lassen. Take it like a man, Guardsman. So, ja, das war's. Dann gucken wir mal.
Oh, Level 27. Passive Fertigkeitspunkte. Müssen wir gleich mal reingucken. Was haben wir gelernt? Heldentat vollbracht. Brutaler Zerleger. Töte Feinde ohne die Nahkampffertigkeiten deines Konstrukts. Nur Tech Adeptus. Okay. Geistimpuls Sync. Vorteil. 100% des Nahkampfschadensbonus des Tech Adepten gilt auch für Konstrukte. Das ist interessant. Ja. Dass man Schadensboni transferieren kann. Wenn man das richtige Equipment hat, könnte das schon interessant werden. Ja. Krass, was man hier alles freischalten kann. So, also. Datenflux hatten wir gemacht. Dauer aller Beschwörungsfertigkeiten. Das verstehe ich nicht. Warum Dauer? Die dauern doch unendlich. Die dauern, bis die sterben. Minus 5% Reserve, verstehe ich, aber die dauern doch unendlich. Konstruktverteidigung. Überlege, wo ich jetzt als nächstes rein plane. Also die nächsten paar Level. Konstruktspezialisierung. Vielleicht die Datenfluxkosten. Und dann diese Zusatzfunktion hier für die Psyloi-Brenner. Die benutze ich ja. Die anderen benutze ich ja hier nicht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Bonusschaden durch Flächen. Ja gut, wie viele machen Flächeneffekt? Das weiß ich nicht. Muss ich nochmal reinschauen, wie viele Flächeneffekte ich überhaupt habe. Abklingzeiten interessieren mich nicht. Tarantula eigentlich auch nicht. Angriff könnte man nochmal... Eventuell die Nahkampfschäden noch erhöhen. Rückgewinn von 1 LP bei Treffer durch Konstrukte. Also 1%. Das klingt doch gut. Ja? Das klingt doch gut. Bei Kill durch Konstrukte. Das klingt auch gut. Da würde ich in den Nahkampfschaden hier reingehen. Die Bosse werden auch auf der Map. Was? Werden auch auf der Map durch einen grünen Schädel angezeigt. Du meinst es die Keybosse, die die Schlüssel geben, ja? Die werden auch grün angezeigt, oder wie? Okay. Okay. Alles klar. Danke dir. Heldentaten. Wahnsinn, was man hier noch alles machen muss. Moralität. Was? Dämonenrüstung, Verzauberung? Droppt aber nicht jeder ein. Okay. Okay. Alles klar. Danke dir. Ja, ich würde jetzt hier sagen, Items mache ich dann wieder ganz in Ruhe. Außerhalb von YouTube. Also die YouTube-Folge beende ich hier. Und den Stream eigentlich auch gleich. Also, ja. Ich würd mich jetzt gleich hier verabschieden. Es wird langsam ein bisschen spät. Ich muss morgen früh raus. Warhammer machen wir auf jeden Fall weiter. Es macht mir richtig Gaudi, muss ich sagen. Aber wir bleiben bei dem Plan, dass ich ein bisschen Diablo spiele, ein bisschen Seven Days to Die, ein bisschen Warhammer. Also es kommt jetzt nicht jeden Tag Warhammer.
Also für die, die nur wegen Warhammer reinschauen, tut's mir leid. Also ich mach's nicht jeden Tag. Ja? Nur so als kleine Vormeldung. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich diese ganzen anderen Wege noch brauche. Gucke ich mir alles noch in Ruhe an. Items mache ich dann auch in Ruhe. Das müsst ihr euch nicht mit antun. Würde ich sagen, ich verabschiede mich, Leute. Danke, dass ihr heute reingeschaut habt. Hoffe, ihr schaut auch die nächsten Tage wieder rein. Ich bin eigentlich jeden Tag am Stream, aber wie gesagt, nicht jeden Tag das gleiche Spiel. Ja, ansonsten, gestern war 4. Advent. Bald kommt Weihnachten, ne, Leute? Geschenke kauft. Viel Spaß, ne? Viel Zeit mit der Familie verbringen. Gibt Ärger, wenn nicht. Man sieht sich. Tschüss.